Wunderbar. Also, vielen Dank für die Einführung. Sehr schön. Vielen Dank auch, dass wir als ABAP-Plattform von der SAP wieder an dieser Keynote beitragen können. Viele Kollegen von der ABAP-Plattform sind dabei. Das ist wunderschön. Wir haben diesmal auch wirklich ein spannendes Thema mitgebracht. Die ABAP Cloud wurde ja auch schon gut eingeführt. Die ABAP Cloud ist ja auch seit der Techre dieses Jahr in aller Munde. Dort wurde die ABAP Cloud in beiden Keynotes, sowohl von Jürgen Müller wie auch von Philipp Herzig, announced. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass wir jetzt mal 30 Minuten uns gönnen, um genauer zu verstehen, was diese ABAP Cloud eigentlich genau ist, was sie auch nicht ist, und dann auch mal ein bisschen eine Demo noch sehen vom Frank Jentsch, um mal zu sehen, wie sich ABAP Cloud in der Praxis anfühlt. Und deswegen lass uns gleich mal beginnen mit einer Definition, was ABAP Cloud eigentlich bedeutet. Ich fange gleich mal damit an, vielleicht was ABAP Cloud nicht ist. ABAP Cloud ist nicht ein neues Produkt. ABAP Cloud ist auch nicht der neue Name für Steampunk oder für Embedded Steampunk. Sondern ABAP Cloud ist unser neues ABAP-Entwicklungsmodell, um cloudfähige Anwendungen, Services und Erweiterungen zu bauen. Und zwar kann man ABAP Cloud verwenden, um auf der SAP Business Technology Platform ABAP-Entwicklungen zu machen. Also Steampunk, unser ABAP-Environment auf der SAP BTP oder direkt auf SAP S/4HANA. Und das Schöne ist, ABAP Cloud kann man auch in allen Editionen von SAP S/4HANA verwenden, sei es die Public Cloud, sei es die Private Cloud oder sogar on-premise. Ja, man kann sich auch on-premise schon auf die Cloud vorbereiten, indem man ABAP Cloud als Entwicklungsmodell verwendet. Ich kann aber schon so ein bisschen so wie die Angst in den Augen der ABAP-Entwickler sehen, dass jetzt schon wieder was Neues kommt mit ABAP Cloud. Jetzt hat man sich ja gerade so ein bisschen mit Eclipse beschäftigt, RAP und Ähnliches. Jetzt kommt da anscheinend schon wieder was Neues. Diese Angst kann ich nehmen. ABAP Cloud ist sozusagen der Schirm über all die Innovationen, die wir im Rahmen von S/4HANA, also SAP S/4HANA, wie auch der Cloud in den letzten 10 Jahren eingeführt haben. Also sei es CDS, sei es RAP, sei es ADT. Und das hat jetzt bildet jetzt ein gemeinsames, in sich konsistentes Entwicklungsmodell, was wir jetzt eben mit ABAP Cloud haben. Um das zu verstehen, macht es absolut Sinn, mal ein bisschen die Historie sich anzuschauen. Den ABAP gibt es ja schon sehr lange. Und wir schauen uns einfach mal so die letzten Jahrzehnte und insbesondere die letzten 10 Jahre etwas genauer an. Also heute stehen wir jetzt beim Announcement bei der TechEd von ABAP Cloud hier auf der rechten Seite. Wie schon in der Einführung erwähnt, hat der ABAP immer Innovationen geliefert, um technisch Stand der Technik zu sein. Man denke, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückblickt an ABAP Objects, man denke an ABAP Unit, Test Double Framework, dass man auch testgetrieben im ABAP entwickeln kann. Man denke an WebDynPro BSP, um auch Business-Applikationen im Internet zu unterstützen. Ja, es gibt auch interne Tabellen ohne Headerline für die Gurus im Bereich des ABAPs und Ähnliches. Hash-Tables, Sorted-Tables und all das, was wir eingeführt haben. Dann 2012 kam die statt SE80 Eclipse-basierte ABAP-Entwicklung, eine neue IDE. Wie ihr seht, 10 Jahre, wir feiern gerade 10-jähriges Jubiläum, also wer jetzt noch in der SE80 unterwegs ist, nach 10 Jahren, denke ich mal, wäre es mal ein guter Zeitpunkt, ADT sich genauer anzugucken. Also hier an diesen Beispielen sieht man, wir haben immer den ABAP auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung gehalten. Mit 2015 kam eine große Innovationsschub nochmal hinzu mit dem Launch von SAP S/4HANA. S/4HANA läuft ja wiederum auf der ABAP-Plattform. S/4HANA ist verfügbar on-premise wie in der Cloud. Und SAP S/4HANA hat insbesondere als nächste Generation der Business-Anwendungen der SAP HANA, also unsere In-Memory-Datenbank, vollständig ausgenutzt. Ein frisches UI mit Fiori auf Mobile oder auf dem Desktop. Und eben auch die Cloud-Optimierungen beinhaltet. Und klar, wenn es auf ABAP läuft, Tausende von SAP-Entwicklern SAP S/4HANA bauen, dann musste der ABAP auch entsprechendes Programmiermodell zur Verfügung zu stellen, damit eben diese Masse an Entwicklern effizient S/4HANA als Produkt zur Verfügung stellen konnten. Und deswegen hat der ABAP eben dann ein Programmiermodell zur Verfügung gestellt, um HANA bestmöglich zu unterstützen. Man denke an CDS für das Datenmodell von S/4HANA, was HANA optimiert ist. Man denke an die ersten Fiori-Programmiermodelle und selbstverständlich haben wir auch unseren Stack Cloud optimiert. Trennung von administrativen Tätigkeiten, die in der Cloud ja eben nicht der Kunde macht, von den Tätigkeiten, die der Kunde dann zur Verfügung gestellt bekommt. Dann, da muss man fair sein, haben wir so ein paar Iterationen gebraucht für das Fiori-Programmiermodell insbesondere. Wir haben gelernt bei unserer Eigenentwicklung von SAP S/4HANA, wie auch bei Kunden.
wie so ein Programmiermodell für diese neue Welt aussehen muss, standardisiert, massentauglich, enterprise-ready, inklusive Troubleshooting, Testen und alles, was dazugehört, wenn man so ein Programmiermodell hat. Und das hat dann eben zu unserem ABAP RESTful Application Programming Model geführt, eine standardisierte Art und Weise, wie man im ABAP diese Fiori-Applikationen wie auch Services baut. Und das ist sicher jetzt der Kern von dem, wenn man heutzutage ABAP-Entwicklungen zur Verfügung stellt. Der nächste Schritt war 2018, dass wir unser ABAP-Environment auf der SAP Business Technology Platform zur Verfügung gestellt haben. Dort waren schon mal erstmal die ganzen Dinge, die ich schon erzählt habe, drin. Man musste also mit ABAP Development Tools arbeiten. Man hat CDS verwendet, man hat RAP verwendet, hat Fiori Apps gebaut und Service als Kunde jetzt eben. Also sprich, der Kunde und Partner konnte nun in der Cloud Anwendungen bauen mit den Elementen, die ich gerade genannt habe. Aber da das nun in der Cloud ist, mussten wir noch Dinge hinzufügen. Wir haben hier die Cloud-optimierte ABAP-Sprache hinzugefügt. Das bedeutet, gewisse ABAP-Statements waren nicht mehr Teil der Sprache, weil sie eben in der Cloud nicht mehr sinnvoll einsetzbar sind, wie Zugriff aufs Filesystem, Betriebssystem. Wir haben gewisse technische Technologievarianten rausgenommen und nur noch die modernen unterstützt. Also ein Cross-Screen ist nicht mehr unterstützt als Beispiel. Und ganz wesentlich, wir haben eine scharfe Trennung zwischen der Erweiterung und dem SAP-Code eingeführt. Man durfte nur noch Public SAP-APIs und Extension Points verwenden, sonst hat man eben entsprechend Syntaxfehler gesehen. Und wir haben auch Public APIs zur Verfügung gestellt. Das bedeutete, wir als SAP können in der SAP Business Technology Platform das ABAP-Environment upgraden, ohne dass die Extensions dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Damit hatten wir zum ersten Mal echt cloudfähige Erweiterungen in ABAP auf der Business Technology Platform mit Steampunk. Und der nächste Schritt war mehr oder weniger logisch. Dasselbe, was man jetzt dort hat, nämlich modernen ABAP zu entwickeln. Ich wiederhole es gerne. ABAP Development Tools in Eclipse, CDS, RAP, cloudfähige oder cloudoptimierte ABAP-Sprache, nur Public APIs verwenden. Genau das wollten wir dann natürlich auch, dass man das in SAP S/4HANA direkt einsetzen kann. Also nicht nur side by side, sondern dass man direkt ABAP, diesen modernen ABAP, auch auf S/4HANA verwenden kann. Und genau das ist dieses Jahr passiert, erst im September in der S/4HANA Public Cloud, Embedded Steampunk, dass man eben diesen cloudfähigen ABAP direkt auf S/4HANA Public Cloud verwenden kann. Also man kann dort dann modernen ABAP entwickeln. Und der letzte Schritt war dann dasselbe auch in S/4HANA Private Cloud und Premise anzubieten. Das kam dann im 2022 Release. So, damit hatten wir nun den modernen ABAP, und ich wiederhole es gerne, ADT, CDS, RAP, Cloud-optimierte Sprache, Public APIs in allen Umgebungen, sei es Steampunk, sei es S4 in allen Editionen. Und dieser neue ABAP hat jetzt noch einen Namen gebraucht. Erst haben wir über ABAP 5 nachgedacht, ABAP 4, ABAP 5. Das wäre irgendwie logisch gewesen, aber uns schien das Inkrement oder das, was wir jetzt an Neuerungen hinzugefügt haben, deutlich mehr als plus eins. Und außerdem ist Cloud auch ein klarer Fokus dabei, deswegen der Name aber Cloud. Und das ist wirklich nun die Summe all dessen, was wir jetzt in den letzten 10, wenn man ehrlich ist, sogar länger im ABAP an Innovationen hinzugefügt haben. Insbesondere die Optimierungen für SAP S/4HANA und insbesondere jetzt auch die Cloud-Optimierungen, die wir insbesondere mit Steampunk und Embedded Steampunk hinzugefügt haben. Und das ist ABAP Cloud, die moderne Art, cloudfähige Anwendungen sowohl auf der BTP wie auf S/4HANA zu entwickeln. Wenn man sich das jetzt noch ein bisschen genauer anschaut, wie das dann im System aussieht, also auf der linken Seite SAP S/4HANA, auf der rechten Seite haben wir unser Steampunk, also auf der BTP. Also nimmt man mal an, dass man auf der linken Seite, also auf S/4HANA, ABAP Cloud-Entwicklung macht. Dann bedeutet das, man verwendet ADT, meldet sich an, entwickelt dort ABAP. Und man kann dort dann nur noch die SAP-Objekte verwenden, CDS-Views, Klassen, RAP-Fassaden, die freigegeben sind, explizit von SAP freigegeben. Das bedeutet auf der einen Seite die Public-APIs von der ABAP-Plattform selber, diese technischen APIs, das ist diese grüne Box, die man dort sieht. Das sind Klassen zum Beispiel, um mit dem Factory-Kalender zu arbeiten, Number-Ranges oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite die Public-Interfaces von S4, von Finance, Procure, Produce. Also unsere Kollegen aus dem S4-Bereich geben auch lokale APIs, CDS-Views, RAP-Fassaden frei, um eine Sales-Order anzulegen oder um die Materialien über ein CDS-View auszulesen. Lokale APIs. Das gleiche, ABAP Cloud-Entwicklung kann man auch auf Steampunk machen. Das ist die rechte Seite. Dort verwende ich genau dasselbe Programmiermodell ABAP Cloud. Ich verwende CDS, verwende RAP, baue meine Fiori-Apps.
habe dieselbe Sprachversion, dieselben Statements sind erlaubt, dieselben Public Interface von der Technologie, also ABAP Environment, stehen zur Verfügung. Allerdings, wenn ich jetzt mit S4HANA interagieren möchte, dann verwende ich nicht lokale APIs wie auf der linken Seite, sondern natürlich Remote APIs, weil ich ja side by side auf der BTP sitze. Deswegen rufe ich dann nur Data Service, um meine Materialien auszulesen, oder ich verwende eine RAP-Fassade, um eine Sales Order anzulegen. Also dann verwende ich die entsprechenden Remote APIs. Aber beide Szenarien sind natürlich voll gültig. Und je nachdem, ob ich vielleicht eine große Partnerlösung, die ich selber betreibe, zur Verfügung stelle, was ich eher auf der rechten Seite mache, oder ob ich eine Extension, ein Body oder ähnliches ausimplementiere, was eng gekoppelt ist mit ABAP Cloud, das mache ich dann eher auf der linken Seite. Gut, schauen wir uns das mal an, wenn man wirklich die IDE sich anschaut, als ABAP in Eclipse. Wie sähe das aus? Hier am Beispiel von Embedded Steampunk, sprich ich baue direkt auf S4HANA Public Cloud eine ABAP-Anwendung. Das würde bedeuten, eine Entwicklerin meldet sich an S4HANA Public Cloud mit ADT ganz normal an. Ihr seht, man kann ganz normal eine ABAP-Klasse hier bauen, wie man das auch von On-Premise kennt. Man hat all die Tools zur Verfügung in ADT, die man kennt. Man kann den Debugger verwenden, Breakpoint setzen, man kann ATC verwenden, ABAP Unit, all das steht zur Verfügung. Transport Organizer in der Drei-System-Landschaft. Wenn man jetzt versuchen würde, hier einen Call Screen einzuhängen, gäbe es einen Syntaxfehler, weil man eben die Cloud-optimierte ABAP-Sprache verwendet. Aber all die sonstigen ABAP-Dinge, die man schätzt, stehen einem zur Verfügung. Wenn man allerdings versucht, jetzt hier auszubrechen und sagt, ne, die Public APIs gefallen mir doch nicht so gut, ich würde gerne die alten verwenden, wie ein Call Function Pop-up to Confirm oder ein direkter Select auf die SAP-Datenbank-Tabellen, dann sieht man in ABAP Cloud Syntaxfehler. Also unten sieht man ja die roten Zeilen, das sind wirklich Syntaxfehler, nicht irgendwie kleine Hints oder Meldungen vom ATC, sondern wirklich harte Syntaxfehler. Man kriegt das nicht generiert. Man kommt da also nicht außen rum. Also es wird hart geprüft, dass man sich an die Regeln hält, dass man nur die Public APIs verwendet. Und das kann man dadurch dann lösen, für das Beispiel Select auf die Mara, dass man jetzt eben nicht direkt auf die Datenbanktabelle der SAP zugreift, sondern auf den zugehörigen CDS-View. Das ist iProduct, der sitzt oberhalb von der Tabelle Mara und der ist freigegeben von der SAP für die ABAP Cloud-Entwicklung. Und dann kann ich, da ich ja direkt auf dem S4HANA-Stack sitze, lokal direkt die Daten aus der Tabelle Mara über den CDS-View iProduct lesen und dementsprechend auch die Daten dann verarbeiten in internen Tabelle, wie man das gewohnt ist. Also, ich bin jetzt hier auf dem Stack, verwende ABAP Cloud direkt auf dem S4, kann einen Select machen, aber eben nicht direkt auf der Datenbanktabelle, die ist nicht freigegeben, das ist nicht die stabile Entität, sondern eben der zugehörige CDS-View. Gut, wenn ich ehrlich bin, der größte Shift, wenn man klassisches ABAP auf der linken Seite sich anschaut und ABAP Cloud auf der rechten Seite, ist sicher das Programmiermodell und die UI-Dinge. Das ist sicher der größte Shift, der hier passiert. Also auf der linken Seite sieht man so alles, was man so im klassischen ABAP verwendet hat. Modifikationen, Screen Painter, klassische PBO-PRI-Logik und ähnliches. Auf der rechten Seite die entsprechenden Pendants in ABAP Cloud. Ich verwende nicht mehr Modifikationen, sondern ich verwende Bodies und vorgedachte Enhancement Points. Ich verwende RAP und die Fury Tools für die Entwicklung meiner Applikation. Und ich mache halt nicht mehr einen direkten Select auf die Mara, sondern ich verwende, wie auf der rechten Seite zu sehen ist, den zugehörigen iProduct CDS View, der, wie auf dem Bild zu sehen ist, rechts unten für die ABAP Cloud Entwicklung freigegeben wurde von der SAP. Gut, wo ist ABAP Cloud verfügbar? Wie schon in der Einleitung eingeführt, kann man viele Bestandteile von ABAP Cloud heute verwenden, direkt. Die meisten werden in ihrem System die Eclipse-basierten Tools von ABAP verwenden können. Wenn S4HANA vorliegt, kann man auch schon mit CDS und mit RAP in vielen Fällen arbeiten. Also vieles, was ABAP Cloud ausmacht, ist heute schon da und jeder sollte dort auch einsteigen, das zu lernen. Und das ist die Zukunft, da geht die Reise hin. Die Public APIs und das Gesamtmodell von ABAP Cloud ist verfügbar. Das ist die Tabelle unten für Steampunk, seit es da ist, seit 2018. Es ist auch das einzige Programmiermodell, was man in der SAP-BTP bezüglich ABAP verwenden kann. Also man kann auf Steampunk nicht klassischen ABAP verwenden. Das gleiche gilt für die Public Edition von SAP S4HANA Cloud. Auch hier sind automatisierte Updates Pflicht. Insofern ist auch nur ABAP Cloud möglich. Und ABAP Cloud steht zur Verfügung seit dem 22.08 Release, also grob seit September, in der Drei-System-Landschaft für neue Kunden. Die können dann schon Embedded Steampunk nutzen und ABAP Cloud-Entwicklung auf S4HANA Cloud Public Edition verwenden.
Und dann schlussendlich SAP S/4HANA Private Cloud und On-Premise. Dort ist ABAP Cloud verfügbar seit dem 2022 Release, jetzt im Herbst. Und dort ist ABAP Cloud mit dem Release recommended, also empfohlen, aber der klassische ABAP steht nach wie vor zur Verfügung. Klar, man hat ja auch noch jede Menge Legacy-Code in solchen Systemen und Ähnliches, deswegen sind dort die beiden Versionen verfügbar. Also man kann sagen, in der Public Cloud ist ABAP Cloud verpflichtend, in Private Cloud und Premise ist es empfohlen, aber dort gibt es den klassischen ABAP noch. Lass uns mal noch ein bisschen jetzt auf die letzte Zeile schauen, weil dort wahrscheinlich auch die meisten Kunden aktuell sich noch befinden, also Private Cloud und Premise. Was das jetzt genau bedeutet. Also wie gesagt, ganz wichtig, in einem S/4HANA On-Premise-System oder Private-Cloud-System kann ich in einem System beide Sachen nebeneinander verwenden. Also ABAP Cloud wie auch ABAP Classic. Und ganz wichtig, es ist nicht so ein zentraler Switch, den ich irgendwo habe im System, dass ich von ABAP Classic auf ABAP Cloud umschalte. Nein, so ist es nicht, sondern ich kann von Objekt zu Objekt entscheiden, ob ich klassisches ABAP mache oder ABAP Cloud. Also ich kann pro Z-Klasse, pro Dedic-Objekt entscheiden, welche Checks laufen, ob die Cloud-Checks laufen oder ob ich klassisch weiterentwickle. Also man sieht es hier auf der unteren Hälfte des Screens auf der rechten Seite. Ich kann also hier am ABAP-Objekt umschalten von klassischen ABAP, was leider noch Standard-ABAP heißt, zu ABAP Cloud. Also ABAP für Cloud Development und dann ziehen sie scharfen Prüfungen. Dann bekomme ich die Syntaxfehler, wenn ich einen Vollscreen habe oder wenn ich eine API rufe, die keine Public API ist. Das erlaubt mir A, dass ich, wenn ich neue Entwicklungen habe, direkt auch für diese neuen Objekte mit ABAP Cloud durchstarten kann oder wenn ich migrieren möchte, Schritt für Schritt das machen kann. Ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie man das von Unicode kennt, wenn ihr euch daran erinnert. Da konnte man ja auch seine Objekte Schritt für Schritt auf Unicode-Prüfungen aktiv schalten und war dann vorbereitet, wenn die eigentliche Unicode-Konvertierung des Systems stattgefunden hat. Ganz ähnlich ist es hier in der Private Cloud und On-Premise. Ich kann mich nach und nach, zum Beispiel On-Premise, meine Programme Richtung Cloud transformieren und bin dann vorbereitet, wenn die ersten Cloud-Schritte kommen. Beziehungsweise ich werde auch erste Benefits von der Cloud haben, weil ich stabilere Upgrades sehen werde, wenn ich mich an diese Cloud-Regeln halte. Gut, jetzt noch hier, damit ihr auch seht, dass da ein Modell dahinter ist, wie man so etwas dann in der Private Cloud oder On-Premise einführt, in einem echten realen System, was für Extensibility-Optionen man dann dort zur Verfügung stellt. Hierfür haben wir das sogenannte Three-Tier-Extensibility-Modell eingeführt, um die verschiedenen Facetten in einem On-Premise- und Private Cloud-System eben abzudecken. Die erste Ebene ist das pure Cloud-Extensibility-Modell. Also alle neuen Erweiterungen in einem On-Premise- oder Private-Cloud-System sollten diesem Modell folgen, um eben einfache Upgrades zu haben und sich der Cloud zu nähern. Und das bedeutet, OnStack auf der linken Seite verwendet man ABAP Cloud für den Custom-Code, den man dort entwickelt, oder Key-User-Extensibility. Oder man baut eben Erweiterungen direkt auf der Business-Technology-Plattform Side-by-Side zum S4. Das ist genau dasselbe Modell wie in der Public-Cloud. Das ist das pure Public-Cloud-Modell, Upgrade-Stabil und Cloud-Ready. Klar, nur das würde nicht reichen in der Private Cloud und On-Premise. Deswegen brauchen wir noch ein paar zusätzliche Ebenen. Das eine ist, die Private Cloud und On-Premise ist vom Business Scope deutlich breiter als S/4HANA Public Cloud. Es werden nicht alle notwendigen Public APIs zur Verfügung stehen. Man wird irgendwo in der Extension merken, ich brauche einen API oder einen Extension Point, der derzeit nicht verfügbar ist. Deswegen das Erste, was man benötigt, ist ein Cloud API Enablement Tier. Das bedeutet, wenn APIs fehlen, klar, kann man die requesten bei der SAP. Zusätzlich empfehlen wir, dass man dann Bestands-APIs wie BARPs oder ähnliches wrappt über entsprechende Z-Klassen, um eben fehlende APIs zu mitigieren und diese dann freizugeben, diese Wrapper für Tier 1. Klar, wenn dann die Public API von SAP kommt, kann man diesen Wrapper wieder loswerden. Und für die anderen Dinge verwendet man halt weiterhin die Wrapper für seine Tier-1-Entwickler. Dann hat man einen klaren Ort, wo die APIs oder die alten Funktionsbausteine der SAP, die man noch als API verwendet, eben gebündelt sind. Und last but not least, das geht natürlich auch erstmal nicht weg, hat man noch seine Ebene 3, den Tier 3 mit den klassischen ABAP-Entwicklungen. Dort sind drin die Legacy-ABAP-Objekte, die man eben konvertiert hat, zum Beispiel aus seinem Business-Suite-System. Oder eben Erweiterungen an DynPro-Applikationen, die eben nicht den Regeln von Tier 1 oder Tier 2 genügen.
Und da geht es natürlich darum, den Tier 3 immer kleiner zu bekommen. Also entweder man merkt, gewisse Objekte verwende ich gar nicht, verwende Usage-Analyse oder Ähnliches und kann diese eben auch dann löschen oder retiren. Wenn man merkt, diesen Use Case würde ich gerne modernisieren oder auch nochmal neu bauen, dann bitte so, dass er zu Tier 1 passt, also wirklich mit ABAP Cloud oder direkt auf der BTP. Und das Dritte ist, dass man eben sein Tier 3 auf einen gewissen Mindeststandard hebt mit ATC-Check Security und auch Stabilitätskriterien, sodass er eben bei den Upgrades möglichst wenig negativ auffällt. Sodass wir nach und nach uns immer mehr nach oben entwickeln, dass der Tier 3 immer kleiner wird und dass man sich auch in Premise und Private Cloud immer mehr Richtung Tier 1 bewegt und damit einfache Upgrades hat und eben auch zukunftsfähige Erweiterungen, die Einrichtung Cloud bringen. Gut, dazu gibt es jede Menge Informationen. Also auf der einen Seite links oben haben wir die Sub-Community zu dem Thema ABAP Cloud und Embedded Steampunk, wo alle Sachen verlinkt sind, alle Dokumente, wie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben Blogs erstellt, ganz wichtig, links unten ein 40-seitiges Extensibility-Dokument für ABAP, wo all das erklärt ist, en Detail, was ich jetzt hier nur ganz kurz angerissen habe. Und wir haben auch nochmal eine YouTube-Session erzeugt für ABAP Cloud, um hier noch mehr Informationen zu bekommen. Zusammenfassend also ein Aufruf an alle, die zuhören. Jetzt, wir predigen das Gefühl seit 10, 15 Jahren bei EdaTechEd, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sich mit den neuen Dingen im ABAP zu beschäftigen, sei es CDS, RAP, Eclipse Tools, ABAP Unit oder ähnliches. Wir erzählen immer dasselbe. Das ist ja schon mal was Gutes. Also wir erzählen nicht immer was Neues, sondern wir erzählen immer dieselben Dinge. Und jetzt kommen die Sachen alle zusammen in ABAP Cloud und das wird wirklich das Standard-ABAP-Entwicklungsmodell, egal ob auf S/4HANA oder eben auch auf der SAP BTP. Und deswegen lohnt es sich so selten wie nie, sich jetzt wirklich um diese Sachen auseinanderzusetzen. Und die ABAP-Konferenz ist perfekt dazu geeignet, um jetzt hier nochmal Details aufzusammeln und dann im eigenen System sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir ABAP Cloud auch mal sehen. Und deswegen wird der Frank jetzt in einer Demo mal zeigen, dass ABAP Cloud gar nicht so schwierig ist, dass viele Dinge, die man aus der alten Welt kennt, wie Selektionsbilder oder Ähnliches, auch in der neuen Welt wirklich einfach gehen, um auch vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle zu reduzieren, dass man sich mit diesen Themen möglichst zügig beschäftigt. Und damit, Frank, würde ich an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Boris. Dann share ich jetzt gerade mal mein Screen. Ja, hallo erstmal zusammen. So, was ich jetzt gerne zeigen würde, ist, wie kann man sich das heute schon anschauen? Wie kann ich heute mich schon mit ABAP Cloud auseinandersetzen? Wurde schon mehrfach gesagt, das ist nicht irgendwie eine Sache, die nur im Labor existiert, sondern die ist einfach schon verfügbar. Und jeder von euch kann einfach in der BTP-Trial sich einen User anlegen, das hatte ich ja schon gemacht, und sich dann einen Zugang zu verschaffen für eine Shared-Trial-Instanz, um ABAP Cloud auszuprobieren. Also ganz wichtig, ABAP Cloud als Feature-Set. Ich zeige dann gleich einige Bestandteile. Und wir machen es jetzt gerade am Beispiel eines Steampunk-Systems, also eines Shared-Trial-Steampunk-Systems in der BTP. Wie gesagt, das ist mein Trial Global Account. Ich hatte gestern mir einen Zugang verschafft zu dieser Shared Trial. Ihr könnt einfach diesen Booster verwenden. Dadurch bekommt ihr dann einen Sub-Account automatisch angelegt. Und ihr bekommt auch automatisch schon den Zugang zu dieser Shared Trial und könnt dann einfach den Service Key euch beschaffen. Und den braucht ihr nämlich genau, um dann im ADT euch damit zu konnektieren. Ich zeige das hier mal ganz kurz. Also diesen Service Key, was letztlich die Endpunktbeschreibung ist des Systems. Das System steht in US East. Und das ist dann völlig ausreichend, um sich mit dem System zu verbinden. Also hier vom BTP Cockpit aus den Service Key kopieren, dann in die lokale Eclipse-Installation gehen. Einfach sagen, ich möchte ein neues Cloud-Projekt anlegen. Und auf Basis eines Service Keys den Service Key reinkopieren und das war's schon. Gut, dann
möchte ich mal jetzt in der Demo erstmal zeigen, was sind so die Grundlagen für ABAP Cloud. Und dann möchte ich auch in ein SAP-GUI gehen, um zu zeigen, wie sind denn jetzt so die Unterschiede zwischen ABAP Classic und ABAP Cloud. Also es ist relativ so einfache Beispiele. Ich möchte auch nicht wirklich den Prozess zeigen, wie kann man jetzt Code umstellen, sondern eher in dieser Kürze der Zeit einfach nur die Unterschiede zwischen ABAP Classic und ABAP Cloud zeigen. Gut, also ich bin jetzt hier mit diesem Trial-System verbunden. Ich hatte mir ein Paket schon angelegt, ABAP Conf 2022. Und ich habe mal so eine erste Klasse, eine sehr einfache Klasse angelegt. Und ich hatte hier ein bisschen mit ABAP Doc ein paar Sachen zusammengefasst. Die würde ich gerade über die Element-Info anschauen. Und zwar, Boris hatte ja vorhin gerade erwähnt, was ABAP Cloud ist. Also es ist ein Development-Modell, es ist kein Produkt, sondern es ist ein Development-Modell. Deshalb stellt es ein Feature-Set dar, was eben über verschiedene Produkte verfügbar ist. Und ich würde jetzt gern diese vier verschiedenen Aspekte des Feature-Sets darstellen und auch zeigen, wie sieht es in der On-Premise-SAP-GUI-Welt aus mit diesen verschiedenen Punkten. Das heißt, ich würde zunächst ABAP Development Tools zeigen, was total einfach ist, weil da bin ich gerade drin, also das ist schon abgehakt. Als nächstes würde ich dann die Public APIs zeigen, die Cloud-optimierte Sprache und einen sehr sanften Einstieg in RAP. Also in 15 Minuten werde ich jetzt nicht RAP komplett erklären. So, natürlich fragt man sich immer, was sind jetzt die Unterschiede, warum machen wir den ganzen Spaß, warum ist es alles so anders und ein Großteil dieser Änderungen oder gleich zwei wesentliche Aspekte, warum wir diese Änderungen durchführen im Kontext von ABAP Cloud. Das eine ist halt die Upgrade-Stabilität und das andere ist halt das Bauen von Cloud-Anwendungen, was halt auch bestimmte Anpassungen erfordert und da müssen eben sozusagen die alten Zöpfe auch teilweise abgeschnitten werden. Das Ganze ist, wie gesagt, aus meiner Sicht das nicht so dramatisch. Und das Gute ist auch, vieles bleibt auch vertraut, wie man das halt schon kennt. Teilweise natürlich mit anderen Tools, aber die Grundprinzipien sind völlig identisch. Also zum Beispiel das Data Dictionary nutzt praktisch alle Objekttypen weiterhin. Jetzt nicht die Suchhilfen zum Beispiel, weil die sind SAP-GUI orientiert, aber alles andere ist praktisch genauso wieder da. Das ABAP Test Cockpit, ganz wichtig für statische Checks. ABAP Unit, der Transport Organizer, Debugger, alles natürlich Features, die weiterhin in ABAP Cloud verfügbar sind. So, jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Jetzt wollen wir was sehen in Aktion. Also keine Demo kommt natürlich ohne ein Hello World Beispiel aus. Deswegen hier mal so als wirklich als ganz sanfter Einstieg. Hello World. ich führe es gerade mal aus. Wer sich mit ABAP in Eclipse natürlich auskennt, weiß, es wird hier die Konsole-Applikation, wird hier mit F9 zur Ausführung gebracht. Und das Ganze, und jetzt gehe ich eben gerade mal in die SAP-GUI-Welt, würde ich jetzt auch mal jeweils zeigen, wie sieht es jetzt in einem On-Premise-Szenario, in einem On-Premise-System aus, um da halt auch diese Unterschiede zu sehen. So, also jetzt bin ich in einem On-Premise-artig aufgesetzten System mit SAP-GUI angemeldet und hier würde ich halt mein Hello World ungefähr so schreiben. Natürlich kann ich auch jetzt die Startup Selection weglassen und Main und nur weit schreiben, aber in dem Fall habe ich jetzt mal auch in so eine Struktur gebracht mit Formroutinen. Und hier sieht man jetzt schon den allerersten Unterschied, dass in ABAP Cloud halt SAP-GUI nicht unterstützt ist, deswegen sind auch Report-Selektionsbilder nicht unterstützt. Wir haben halt dort das RAP und Fiori-Programmiermodell. Das heißt, hier haben wir schon mal einen gewissen Unterschied zwischen ABAP Classic und ABAP Cloud. Auch nochmal wichtig, diese Unterscheidung reflektiert sich auch hier, dass man pro Objekt eine Einstellung hat, die man natürlich in Steampunk nicht ändern kann. Da forcieren wir, dass da ausschließlich aber für Cloud Development eingestellt ist. Das kann man da auch nicht ändern, aber man kann sich zumindest die Einstellungen anschauen. Und hier in diesem On-Premise-System steht halt Standard ABAP, deswegen kann ich diese Konstrukte von ABAP Classic verwenden. So weit, so gut. Also, das ist total simpel. Hat jeder schon gemacht. Klar, nichts Überraschendes.
So, jetzt würde ich gerne die Aspekte zeigen im Bereich von Released APIs, also diesen Public APIs, die sich dadurch ausdrücken, dass wir bei SAP in der SAP-Auslieferung Objekte freigeben. Und das möchte ich an zwei Beispielen zeigen. Zum einen an einem Beispiel aus dem SQL-Bereich und ein Beispiel aus dem API-Bereich. Heute nehmen wir mal nicht die Länder, sondern wir nehmen die Währungen. Also wir haben jetzt hier, wer das Datenmodell kennt, die Tabelle, die Währungstexte beinhaltet, also die sprachabhängige Tabelle mit Währungsschlüssel und Text. Ich gehe gerade mal in die SELF. Also hier sieht man den Währungsschlüssel und die Sprachabhängigkeit. Und hier, ich habe einfach mal so statisch mal den US-Dollar selektiert, um den Text zu bekommen. Das ist das eine. Und das Ganze nutze ich hier noch als zweites Beispiel, völlig unabhängig davon und sozusagen eher willkürlich, aber um einfach mal einen Funktionsbausteinaufruf zu zeigen in der On-Premise-Welt. Hier erzeuge ich einfach eine neue GUID. Wenn ich das ausführe, bekomme ich also hier meinen Text, US-Dollar, also wie gesagt, den Kurztext zum Währungsschlüssel. Und ich habe jetzt hier eine neue GUID gezogen. Und an diesen zwei Beispielen kann man relativ gut zeigen, wie sich das in ABAP Cloud verhält. So, ich gehe also jetzt wieder in das Steampunk-System, schaue mir das Ganze an, wie es hier aussieht. Und hier habe ich die Beispiele, das Beispiel sozusagen von On-Premise kopiert. Und wenn ich jetzt mir das jetzt hier anschaue und das 1:1 kopiere, bekomme ich halt jetzt hier einen Syntaxfehler, weil die Verwendung dieser sprachabhängigen Tabelle nicht erlaubt ist, sondern ich werde hier auch schon darauf hingewiesen, was der Nachfolger ist, was ich stattdessen verwenden soll in ABAP Cloud. Und es ist dann ein entsprechender CDS-View, um die Texte zu ermitteln. Das heißt, ganz wichtige Aussage, wenn es um die SAP-Objekte geht, ist bei ABAP Cloud keine einzige Datenbanktabelle direkt verwendbar, sondern jedweder Zugriff erfolgt über CDS-Views. Wenn ich Custom-Code baue, kann ich dort weiterhin auf Tabellen direkt zugreifen, kann dort natürlich auch, das ist die Empfehlung, CDS-Views verwenden, aber für SAP-Tabellen gilt die Regel, dass keine Tabelle freigegeben ist, sondern alle Zugriffe erfolgen über freigegebene CDS-Views. So, das heißt, das Gleiche verhält sich dann auch für mein Select-Statement. Hier wird natürlich auch angemosert, dass die Tabelle hier nicht vorhanden ist und dann auch entsprechend die Variable nicht deklariert ist, weil diese Deklaration hier schief ging. Das heißt, wie sieht das dann in der ABAP Cloud-Welt aus? In der ABAP Cloud-Welt würde ich dann von diesem CDS-View selektieren. Ich würde dann hier den Kurztext selektieren, auch die ganz normale Werbedingung. Und ich würde hier eine Inline-Data-Deklaration verwenden, muss ich die Variable nicht vorher deklarieren und habe dann auch meinen Currency-Text. Gut, wie sieht das mit dem API-Beispiel aus? Hier ist es auch ähnlich. Also wenn ich jetzt hier versuche, diese Variable zu nutzen, dann habe ich auch das Problem mit der Freigabe, dass diese Variable nicht freigegeben ist und ich kann auch diesen Funktionsbaustein nicht aufrufen, weil er nicht freigegeben ist. So, deswegen gibt es dafür auch einen Ersatz. Und zwar ist das also eine klassenbasierte Methode, die eine GUID zieht. Hier habe ich auch wieder die Inline-Deklaration verwendet, um das Ganze kompakter zu machen. Und somit kann ich dann das Ganze ausführen. Also die Ausgabe ist jetzt hier auch keine Überraschung. Genau, so das war also der Teil zu den Public APIs, Released Objects. Es ist natürlich auch die Frage, wie finde ich denn jetzt diese Released Objects, also welche Objekte sind freigegeben in ABAP Cloud und hier im Steampunk-System, finde ich das im Project Explorer. Es gibt da einen eigenen Repository-Tree für Released Objects und hier kann ich sehen, sie haben insgesamt dann über 2000 Klassen und Interfaces freigegeben und hier kann ich mir die Objekte dann auch anschauen, die freigegeben sind und die ich verwenden kann. So, dann der nächste Teil, den ich vorstellen möchte, ist im Bereich der Sprache. Im Bereich der Sprache ist es halt so,
dass wir auch bestimmte alte Zöpfe abgeschnitten haben. Ich erkläre dann auch noch einige Motivationen, warum bestimmte Statements da nicht zur Verfügung stehen. Also ich habe nur mal drei einfache Beispiele rausgesucht, wobei nur zwei davon Syntaxfehler erzeugen. Das untere ist dann eine Warnung. Also wir unterstützen halt nicht mehr interne Tabellen mit Kopfzeile, weil es einfach wirklich eine sehr veraltete Variante ist und auch fehleranfällig ist. Wir unterstützen keinen Subgoal mehr und deswegen auch das Message-Statement wird nicht mehr unterstützt. Und wir haben teilweise auch Statements wie beim Ad, wo es einfach neuere, schönere Varianten gibt. Und deswegen bekommt man dann hier eine Warnung. So, also wenn ich jetzt hier auf das Beispiel mit der Sprache gehe, würde ich dann hier diese Angabe mit Headerline würde ich dann nicht durchführen, sondern einfach eine normale ETAP definieren ohne Headerline. Für Message gibt es keinen Ersatz, wobei natürlich Message Into zulässig ist, weil es ja keine Ausgabe erzeugt. Und das Add-Statement führt zu einer Warnung, ist also jetzt nicht schlimm, wird auch nicht abgeschafft, sein deprecated, also wird aber niemals zurückgenommen, aber es führt zu einer Warnung. Und dafür ist der Ersatz halt dieser Inkrement-Operator. So, zu guter Letzt, als letzten Punkt noch, wie sieht es im Subgui, im UI-Bereich aus? Also wir haben jetzt hier noch, letztes Beispiel, den guten alten ALV, also den ABAP List Viewer. Ich habe jetzt hier mal einen etwas älteren Funktionsbaustein verwendet. Es gibt ja auch klassenbasiertes API dafür. Wie würde ich das jetzt ersetzen? In der RAP-Welt würde ich das ersetzen über eine sogenannte Custom Entity. Ich würde hier ein CDS-View definieren als Custom Entity. Der würde halt nicht von einer Datenbanktabelle selektieren, sondern er wäre lediglich eine Strukturbeschreibung dessen, was ich anzeigen möchte. Und ich würde dann hier sagen, über dieses Tagging würde ich sagen, wo findet denn die Datenbeschaffung statt? Und da habe ich jetzt hier eine ABAP-Klasse. Und ich könnte jetzt hier in der ABAP-Klasse mir die Daten beschaffen. In dem Fall habe ich trotzdem mal ein Select hingeschrieben. Ich könnte die auch einfach statisch füllen oder über einen Remote-Call füllen. Und was ich dann lediglich noch tun muss, ein Service-Binding anlegen. Und ich habe jetzt hier einfach mal auf Währungen selektiert, die mit E beginnen, also sehr, sehr willkürlich. Und kann das dann einfach testen. Und ich bekomme dann hier ein Fiori Elements UI, was also eben unser Programmiermodell ist, statt SAPGUI, und kann dann hier auch diese Daten zur Anzeige bringen. Gut, also in diesem Schnelldurchlauf wollte ich, wie gesagt, die Unterschiede zeigen zwischen ABAP Classic und ABAP Cloud, um einen Eindruck zu vermitteln, was sind die Unterschiede, was sind die Grundprinzipien, also Public APIs, die cloud-optimierte Sprache, RAP als Programmiermodell und das Ganze natürlich eingebettet in die ABAP Development Tools. So, das wäre es dann auch schon zur Demo, und dann würde ich gerne an Patrick übergeben. Und Patrick wird jetzt nochmal die Kundensicht darstellen, wie kann man schon erste Ansätze dieser ganzen Entwicklung, dieser verschiedenen Features in einem konkreten Kundenprojekt umsetzen. Dann übergebe ich an dich, Patrick. Vielen Dank, Frank.